Gestern ging es darum, was sind mögliche Eigenschaften von Hochsensibilität oder Auswirkungen? Und da habe ich ein paar vorgestellt. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wo kommt das überhaupt her? Warum gibt es hochsensible Menschen? Und das ist eine ganz persönliche These von mir, also die hat wieder keinerlei wissenschaftliche Relevanz. Aber ich bemerke immer mehr, wenn ich mir Leute anschaue, die hochsensibel sind, dass dieses Modell, was ich da habe, einfach zutrifft. Und ich stelle es mal kurz vor. Es ist sehr, sehr einfach. Und zwar ist es ein Modell, das sich in verschiedenen Kulturen und auch spirituellen und philosophischen Richtungen gefunden habe. Nämlich, dass es drei Ebenen gibt. Nämlich einerseits den Kopf mit Verstand und Bewusstsein, das Herz und der Bauch. Und dass jeder Mensch quasi eine primäre Ebene hat, wo er sich wohlfühlt oder von dem er kommt, was natürlich je nach Kontext, je nach Tagesform und so weiter unterschiedlich sein kann. Aber das ist einfach, was dieses Modell sagt. Und was ich festgestellt habe, ist, dass sehr viele Hochsensible entweder sehr, sehr stark im Herzen sind. Ich bin Liebe, ich möchte die ganze Welt lieben und ich bin alles, ich bin eins. Gerade auch sehr viele, die so in die spirituelle Richtung gehen und Meditation und sich weiter öffnen und mit dem Universum verbinden und allen Energien. Und viel im Kopf sind auch viele Hochsensible. Also ich verstehe was, ich durchdringe was mit Gedanken, ich ja, meditiere auch viel, gehe immer mehr ins Bewusstsein, mache hier immer mehr Raum auf, befreie mein Denken, gehe ins grenzenlose Denken und beschäftige mich sehr, sehr viel damit. Hab sehr, sehr viel Fantasie, denk mir viele Traumwelten aus und, und. Und die Ebene, wo viele Hochsensible nicht sind oder wenig sind oder blockiert sind, wenn es ungelernt ist, ist die Bauchebene nach meiner Erfahrung. Dieses Grenzen setzen, Stopp sagen, hier bin ich, was will ich, was sind meine Bedürfnisse, was sind auch meine Grundbedürfnisse und was ist meine Bedürftigkeit. Was ist gerade physisch da? Was ist machbar? Was ist wirklich konkret? Dieses Getting Things Done. Oder wenn da eben jemand sagt, tu es einfach, das ist mit dieser Energie. Und wenn dann jemand von hier sagt, ja, aber ich weiß nicht wie, wie soll ich das denn tun? Und das versucht zu verstehen und zu durchdringen gedanklich, dann kommt die andere Person wieder und sagt, ja, tu es einfach und deutet quasi hierhin. Und der andere fragt wieder, ja, aber wie? Und das beschreibt für mich ganz gut, wie unterschiedlich diese Ebenen sind, auch wie unterschiedlich es ist, damit durchs Leben zu laufen, nämlich entweder als Macher, der einfach Dinge tut und vielleicht nicht so viel Herz hat und gar nicht mitbekommt, dass es noch andere Menschen gibt oder wie die das wahrnehmen, und vielleicht der Philosoph, der in seinem Kämmerlein sitzt oder vielleicht Poet oder Dichter ist und Gedichte schreibt. Ja, und das führt einfach zu ganz verschiedenen Ergebnissen. Und ich habe gemerkt, dass es für mich echt ein Prozess war, diesen Bauch zu erkunden und die Energie des Bauches anzunehmen überhaupt. Und dass da ganz, ganz viele Ängste bei mir waren in Richtung, darf ich überhaupt ich sein? Darf ich überhaupt stark sein und kräftig sein? Und ich bin 2,5 Meter groß, das sieht man gerade vor der Kamera nicht. Und habe halt versucht, mich immer klein zu machen und meine Kraft zurückzunehmen, aus Angst, andere zu verletzen. Also dann jemanden zu verletzen und zu spüren, dem geht es nicht gut, weil ich was gemacht habe. Und das ist gerade so meine Erklärung, warum es Hochsensibilität gibt oder wie die entstehen kann. Nämlich, ich bin sehr stark im Herz, ich bin sehr stark im Kopf, aber nicht im Bauch. Und die Ergebnisse, die ich bemerke, ist eben, dass beim Grenzen setzen Workshop oder auch bei den Authentic Relating Games Abenden, dass wenn Menschen anfangen, hiermit da zu sein, dass andere plötzlich sagen, oh, ist das angenehm. Oh, plötzlich kann ich dich viel besser spüren und wahrnehmen und ich spüre deine Grenze und jetzt möchte ich gar nicht mehr drüber laufen. Aber ich wusste vorher einfach gar nicht, wo du stehst und was du willst. Und das ist für mich dieses Feld der drei Ebenen. Morgen geht es dann darum, ja, was fange ich jetzt mit diesen ganzen Informationen an? Jetzt weiß ich, was Hochsensibilität ist. Ich weiß grob, was für Auswirkungen es gibt. Ich habe vielleicht den hochsensiblen Test gemacht und weiß, ob ich hochsensibel bin oder welche Bereiche davon.
Aber was mache ich jetzt mit all diesen Informationen? Und das ist für mich wirklich das wichtigste Video und auch der Punkt, an dem ich vor ein paar Monaten stand, oder vielleicht jetzt schon, wenn du den Videokurs siehst, in ein paar Jahren. Ja, was bedeutet das für mich persönlich, hochsensibel zu sein? Und wie gehe ich damit um? Da kannst du gespannt sein auf morgen und bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag.